Genau, wir stellen euch jetzt ein paar digitale Simulationsmöglichkeiten vor und wenn ihr da so einen Überblick drüber habt, dann können wir hoffentlich eure Ideen dann auch mal simulieren und umsetzen. Als erstes Mal bekommt ihr von uns einen Überblick, was ist Simulation und was für Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein. Ein grober Überblick, was ist generell möglich, gar nicht mal spezifisch auf unser Projekt, sondern generell. Und dann kurzer Einblick, was schon geklappt hat. Dann alles ist Zahl. Es hat dieses Jahr im Februar auf der Bau Digital einer in Bezug auf Simulationen gesagt. Das fand ich ganz passend, weil die Zahlen ermöglichen uns eben die ganzen Größen wie Temperaturen oder Durchflussmengen zu erfassen und zu verarbeiten. Und gerade jetzt, wo wir mit Computern arbeiten, ist eben die Simulation ein vielseitiges Werkzeug, die auch hauptsächlich auf die Zahlen zurückgreift und unsere Basis bildet. Dann erstmal, was bietet die Simulation eigentlich für Möglichkeiten? Zum einen können wir Rückschlüsse auf Daten ziehen, die wir nicht direkt messen können, weil das Projekt vielleicht noch gar nicht gebaut ist und wir nur anhand vom digitalen Zwilling arbeiten müssen oder können. Oder man kann den ganzen Produktlebenszyklus durchspielen, wie Fertigung, Transport, den Betrieb oder dann auch Extremsituationen. Und dadurch, dass man sehr viele verschiedene Simulationen anhand von einem Objekt zum Beispiel durchführen kann, kann man viele Varianten untersuchen und vielleicht auch ein bisschen experimenteller da hingehen. Man ist eben nicht von Anfang an auf eine Lösung fixiert, sondern kann unterschiedliche Parameter immer wieder verändern. Und dadurch geht man vielleicht auch ein bisschen kreativer daran. Und im besten Fall kommt dann die optimale Lösung raus, weil man schon sehr viele Szenarien durchspielen konnte. Erstmal, was sind überhaupt die Voraussetzungen dafür, dass man eine Simulation starten kann? Ganz grob runtergebrochen. Zum einen braucht man natürlich die Hardware und Software dafür. Da sollte man sich auch vorher informieren, welche Software für einen wichtig ist, was man da überhaupt braucht. Da gibt es auch große Unterschiede. Man braucht den digitalen Zwilling als Grundlage. Und in unserem Fall wären jetzt zum Beispiel Materialität oder Wetterdaten eben wichtig. Und sehr wichtig ist noch der User, denn der muss das Ganze richtig anwenden und natürlich auch die Ergebnisse interpretieren können. Und da liegen eigentlich auch schon die Grenzen der Simulationen, und zwar natürlich der User, wenn er es falsch anwendet oder falsche Rückschlüsse zieht. Dann gibt es auch wirtschaftliche Grenzen, weil je nachdem, welche Rechenkapazität man hat oder was man simulieren möchte, dauert das Ganze natürlich auch eine Zeit oder ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Man kann falsche oder zu wenig Daten haben und man muss auch auf die Kompatibilität achten. Und es gibt eben nicht, meistens nicht die eine Anwendungsmöglichkeit, sondern man ja, mischt verschiedene Ergebnisse aus verschiedenen Simulationen und zieht sich dann daraus eine Rückschlüsse. Dann erstmal hier ein paar Beispiele generell zur Simulation, ganz mal auf unser Flachdruck jetzt bezogen. Man kann zum Beispiel die Rauchausbreitung simulieren, in Treppenhäusern beispielsweise. Oder man kann ganze Produktionsabläufe simulieren und dann natürlich auch schauen, was wäre, wenn dies oder jenes passiert und was passiert dann im Anschluss daran. Oder wie reagieren Bauwerke auf Wind? Ist dann schon mal ein bisschen spezifischer darauf, was für uns vielleicht wichtig sein könnte, sind sogenannte Strömungssimulationen. Hier ganz links unsere Raumströmungssimulation kann man zum Beispiel die räumliche Temperaturverteilung berechnen oder dann auch die Luftgeschwindigkeiten im Raum, was natürlich dann auch wichtig ist für die Gewerblichkeitsuntersuchungen. Und gerade wenn man zum Beispiel ein natürliches Lüftungskonzept hat, dann ist so ein Mittel auch gut, dass man nachweisen kann, dass das Konzept auch funktioniert. In der Mitte nutzt man die Strömungssimulation jetzt zum Beispiel, um Schwachstellen erkennbar zu machen. Das ist hier Reinraum, das Abfüllen von Impfstoffen. Und ja, neben der Behaglichkeit kann man mit den Strömungsanalysen auch energetische Systemoptimierung betreiben. Da gibt es zum Beispiel Aufschluss darüber, ob die Klimatisierung im Sommer ausreichend ist oder ob die Heizlast für den Winterbetrieb auch ausreichend dimensioniert. Wenn
Hier sind noch so Tageslicht- bzw. Lux-Analysen. Das ganz linke hat schon mal mit dem Programm Designbilder eigentlich ganz gut funktioniert, sind allerdings fiktive Gebäude. Genau, das Ergebnis ist eben die Verteilung der Beleuchtungsstärke im Raum. In der Mitte sieht man das Ganze mal mit der Lux-Analyse über Enscape. Da muss man allerdings sehr aufpassen, wie das Ganze skaliert ist, weil wenn man zum Beispiel weiter weg ist, dann ja, sind die anderen Flächen zum Beispiel hier auch grün, obwohl die eigentlich hier oben gut dargestellt werden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und durch so eine Berechnung kann man zum Beispiel Sonnenschutzsysteme anpassen oder überhaupt installieren. Hier sieht man dann noch die thermische Gebäudesimulation. Das betrachtet eben das Gesamtsystem, auch unter den Einflüssen von dem äußeren Klima. Und es berechnet auf der einen Seite die zeitliche Entwicklung der Raumtemperaturen. Damit kann man auch wieder Prognosen hinsichtlich der thermischen Behaglichkeit stellen. Und auf der anderen Seite kann man auch hier den Energiebedarf für Heizung, Lüftung und Kühlung eines Gebäudes simulieren und es somit energetisch dann optimieren. Hier ganz links, sowas ist auch wieder mit dem Programm Designbilder erstellt. Es hat schon mal so ausgesehen, aber unseres war jetzt allerdings, glaube ich, noch nicht so verlässlich, dass man das hier hätte mit reinnehmen können. Genau, hier mal eher für euch dann noch eine Übersicht über die Programme und was die alles so können. Ja, dass ihr nochmal nachschauen könnt. Und hier noch einmal, wie die so zusammenhängen. Da es ja doch einige Plugins immer sind. Und hier mal den Workflow, den wir bis jetzt genutzt haben. Genau, das war es jetzt erstmal so zum theoretischeren Teil. Jetzt kommen wir ein bisschen zum praktischen Teil. Genau, wir konnten zum Glück schon unsere ersten Simulationen durchführen und starten. Wir haben uns jetzt einerseits einmal intensiver mit dem Designbilder beschäftigt und dann auf der anderen Seite auch mit dem ganzen Arm, was da bei Ladybug, Honeybee, Rhino Grasshopper und E+, das ist alles so zusammengemischt in dem Arm. Damit haben wir jetzt mal ein paar Simulationen gestartet. Also hier seht ihr jetzt auch schon mal unser Testgebäude. Da haben wir jetzt auch schon die Dachflächen, die Wandflächen und die Glasflächen exemplarisch mal zugewiesen. Das heißt, so wie ihr die Farbe hier seht, werden die dann auch eingespeist direkt in das Simulationsprogramm. Und so werden die dann auch berechnet, die Hitzesimulation mit diesen Daten hier. Ja, genau. Also hier seht ihr mal ein bisschen wie Honeybee und Ladybug. Das sind so Plugins für Grasshopper, wie die eigentlich verknüpft mit allen möglichen anderen Programmen arbeiten. Also einmal hat man E+ bzw. OpenStudio, was OpenStudio funktioniert zum Beispiel auch als Plugin für SketchUp. Die sind ein bisschen so im Hintergrund, die machen die eigentlichen Rechenoperationen. Das Ganze funktioniert dann halt eingebettet in Grasshopper, was wiederum ja eingebettet in Rhino funktioniert. Und hier könnt ihr jetzt auch mal sehen, also das ist jetzt die Definition in Grasshopper, die wir am Ende benötigt haben für unsere Simulation. Also ist tatsächlich ein Screenshot von der Simulation oder den Simulationen, die wir jetzt durchführen konnten. Also ganz wichtig ist natürlich erstmal das Setup. Dazu habe ich jetzt auch, haben wir auch einige Folien hier mal vorbereitet, weil am Ende zeigen die Simulationen ja auch nur das, was man ihnen füttert. Und da gibt es natürlich 1000 verschiedene Parameter, 1000 verschiedene Stellschrauben, womit man halt das Ganze wirklich schnell verfälschen kann oder falsch darstellen kann. Und da wollten wir auch noch einen besonderen Fokus drauf legen hier, dass man da wirklich extrem Acht geben muss. Erstmal gibt es auch zwei verschiedene Modelle, wie man überhaupt den Komfort darstellen kann. Das hat auch Marcel einmal schon angesprochen bei uns. Ganz kurz gehe ich da hier auch nochmal drauf ein. Und zwar gibt es das sogenannte PMV-Modell, das ist hier links dargestellt, und das Adaptive Comfort Model, das hier dargestellt. Und links, das geht davon aus, dass ein Gebäude gekühlt oder beheizt wird. Aber das kann nicht berücksichtigen, wenn es zum Beispiel nicht gekühlt oder beheizt wird, dass sich da dann die Parameter oder die Komfortempfindungen der Leute in dem Raum auch anpassen darauf. Also wenn man weiß, es gibt keine Klimaanlage, dann kann man auch, empfindet man höhere Temperaturen trotzdem noch als akzeptierbar. Und wir haben mit diesem zweiten Modell, was hier auch nochmal dargestellt ist,
gearbeitet. Dann ein weiterer Punkt sind auch noch die Klimadaten. Da haben wir die Klimadaten von Straßburg verwendet, die auch sehr ähnlich sind, weil wir in dem Format, das das Programm braucht, keine von Karlsruhe gefunden haben. Und hier noch eben ein wichtiger Punkt, das ist die Unschärfe, und zwar um zu erklären, wie unsere Simulationen hier abgelaufen sind. Also viele Sachen sind jetzt natürlich nicht berücksichtigt. Wir haben eigentlich mehr oder weniger mit einer leeren Box simuliert. Also wir haben hier noch nicht berücksichtigt die Isolierung vom Glas bzw. die Dämmung und so weiter, was natürlich dann noch erheblich zu Unterschieden führen sollte. Auch der zum Beispiel die Luftdichte von dem ganzen Haus, was man ja mit dem Blower-Door-Test berechnen kann, die ist auch nicht mit eingeflossen, genauso wenig wie zum Beispiel die thermische Masse. Also wir haben jetzt wirklich nur mal probiert, wie sieht die Simulation in dieser Box hier mit ein paar Fenstern und Wandflächen und so weiter aus. Das hier sind dann auch tatsächlich die Ergebnisse. Also hier links, ganz kurz erkläre ich mal die Funktionsweise von dem Diagramm. Also hier wird Komfort dargestellt auf einer Skala von zu kalt, das ist blau, angenehm ist weiß und rot ist zu heiß. Hier links im Außenbereich, also in Straßburg bzw. Karlsruhe, von einer Zeitspanne von Mai bis August. Und jedes von diesen ganz kleinen Rechtecken hier symbolisiert eine Stunde. Ihr seht, im Außenbereich wird alles noch als eher zu kalt bzw. angenehm empfunden. Aber im Innenbereich, das ist jetzt tatsächlich das Gebäude hier, was wir verwendet haben, dort gibt es erheblich, also enorm viele Stunden, die rot markiert sind. Hier sieht man jetzt noch nicht, wie viel zu heiß die denn sind. Das sieht man jetzt auf der nächsten Folie ganz gut. Genau, hier die angepeilte Temperatur. Also das sind auch jetzt basiert auf den Echtwetterdaten von Straßburg jetzt. Man sieht, dass sich das in diesem adaptiven Modell hier verändert. Täglich ist es anders angegeben. Auch die Temperatur, die immer noch als akzeptiert empfunden wird oder angepeilt. Und hier sieht man aber, wie stark in der jeweiligen Stunde die Temperaturen von der angepeilten Temperatur abweicht. Und da weicht die Temperatur manchmal um 17 Grad ab in diesen heißen Zonen. Und das muss man hier natürlich auf die 25 Grad dann raufrechnen. Und dann ist man bei 42 Grad zum Beispiel jetzt in unserem Testgebäude. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass eine sehr große Unschärfe jetzt in unserem Testgebäude auch da ist. Wir haben dann auch schon mal damit gespielt, was man denn, also einen ersten Vorschlag, wie man das Ganze jetzt mal schnell ein bisschen verbessern könnte. Und zwar haben wir jetzt gesagt, in allen diesen roten Stunden hier, in diesem ersten Diagramm, sollen die Fenster von dem Gebäude geöffnet werden. Und das hat wirklich auch einen kleinen Effekt mit sich gebracht. Natürlich jetzt nicht enorm, aber man kann davon jetzt auch keine Wunder erwarten. Also man sieht hier rechts in dem Modell, dass unten zum Beispiel, wenn ihr da mal drauf achtet, das sind viel weniger rote Stunden drin als in dem linken Modell. Und insgesamt sind schon viel weniger rote Stunden dabei als in dem ersten Modell. Und das bringt uns auch gleich zu unserem letzten Punkt, und zwar der Ausblick, was mit der Simulation noch alles möglich sein wird oder könnte. Und zwar ist das die Fütterung mit allen möglichen anderen Randbedingungen und Parametern auch noch. Also einerseits wäre es wirklich sehr gut, wir wollen es auch außen, also im Außenraum und im Innenraum simulieren nach Möglichkeit. Da bräuchten wir auf jeden Fall dann genauere Daten zu dem Raum, den wir simulieren, zu dem Innenraum, zur Geschossigkeit ist zum Beispiel auch noch nicht drin. Wir bräuchten da mehr Daten zur Dämmung, zu U-Werten von den Fenstern und so weiter. Und auch interessant wäre dann die Kombination mit den anderen Aufgaben, die hier erarbeitet werden. Das haben wir hier rechts auch noch dargestellt. Es bietet ja wirklich ein hohes Potenzial, hoffen wir, dass man da dann wirklich auch Änderungsmöglichkeiten simulieren kann, zum Beispiel baulichen Schatten besonders. Da sind wir uns sicher, dass wir das irgendwie hinkriegen und eventuell auch mit Wasser und Vegetation. Das war's.